Der VfL Pirna Kopitz in der Fußball-Landesliga wird präsentiert von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Heimspiele sind für Moritz Hahn etwas ganz Besonderes. Der 18-Jährige ist gewissermaßen im Willi-Tröger-Stadion aufgewachsen. Hier schnitt er seit der D-Jugend die Töppen, hat beim VfL seine fußballerische Heimat gefunden. Vom Kicken bei den Großen in der Landesliga hat der Jungspund lange geträumt. Seit dieser Saison läuft Hahn nun tatsächlich in Sachsens höchster Spielklasse auf. Ist natürlich geil, früher durfte man nie auf den Rasen hier drauf. Heute spielen wir hier. Das will ich ja. Ist schön, auch wenn der Trainer einem vertraut und ein spielen lässt sogar. Ist super. Gegen die Kickers 94 Markkleeberg steht Pirnas Nummer 22 erneut in der Startelf. Im zentralen Mittelfeld ist Hahn, den alle nur Bräuler nennen, überall zu finden. Eine Eigenschaft, die bei den Lila-Weißen besonders geschätzt wird. Bräuler ist ein Typ, gegen den ich früher hätte nie spielen wollen, weil er immer da ist, weil er eklig ist, wie es so schön heißt. Weil er auch körperbetont, aber trotzdem immer den Ball im Blick hat. Ist ein jugendlicher, sportlicher Typ, der sehr gerne viel läuft und das ist das, was uns gut tut. Gut tut den Kopitzern aktuell auch Florian Kerger. 14 Tage nach seinem verletzungsbedingten Comeback ist der Außenbahnspieler erneut offensiver Dreh- und Angelpunkt. Wie schon beim 4:1-Erfolg gegen Radeberg beweist Kerger aus 11 Metern klaren Kopf, erzielt die frühe Führung nach 9 Minuten. Nur kurze Zeit später schnürt er bei Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg ausgebildete Offensivmann den Doppelpack. Diesmal aus dem Getümmel heraus mit seiner linken Klebe. Ganz zur Freude der euphorisierten Fans am Spielfeldrand. Wir waren heute von der ersten Minute an wach und vor allem da in den Zweikämpfen. Wir waren sehr laut und das hat sie anscheinend so beeindruckt, dass wir sie gut bespielen konnten. Und sie haben dann halt in die Zweikämpfe nicht gefunden und wir haben dann unsere Chance auch heute glücklicherweise mal gemacht. Nach nur 23 Minuten gelingt den Gastgebern dann die Vorentscheidung. Das 3:0 zeigt einmal mehr, welche Bedeutung Einsatz und Leidenschaft im Abstiegskampf haben. Seine Beteiligung an der Torentstehung beschreibt der Vorlagengeber humorvoll so. Ich komme, wir sind hier irgendwer links, verliert ein bisschen den Ball. Ich sehe das, antizipiere das ein bisschen, komme durch, lege mir dann vor, weil ich keine anderen Tricks drauf habe und versuche dann so früh wie möglich die Flanke zu suchen, weil ich technisch ja nicht der Größte bin, aber treffe ihn ganz gut und Osche macht den riesig rein. Am Ende einer starken ersten Halbzeit gibt es dennoch einen Wermutstropfen. Florian Glöss verletzt sich bei dieser unscheinbaren Aktion vermutlich schwer. Wieder ist es das rechte Knie, das den Verteidiger schon im letzten Jahr an seiner Karriere zweifeln ließ. Eine genaue Diagnose soll Ende der Woche gestellt werden. Den moralischen Tiefschlag merkt man den VfLern in der zweiten Halbzeit kaum an. Es sind weiter nur die Hausherren, die dem Duell ihren Stempel aufdrücken. Von den Markklebergern, die bis zu diesem Spieltag tabellarisch vor den Hausherren lagen, kommt kaum etwas. Auch weil die Pirna mit Herz und Leidenschaft verteidigen. Eine beachtliche Leistung, immerhin stehen mit Hahn, Haustein, Krause, Liebing und später Seifert zwischenzeitlich 5 unter 20-Jährige auf dem Platz. Also wir können uns von dem Gedanken verabschieden, irgendwelche fertigen Spieler irgendwo einzukaufen. Das ist auch nicht das, was ich unbedingt möchte. Alte Spieler gehören dazu, zweifellos. Aber unser Fokus liegt auf den Jungspielern, die jetzt schon da sind, beziehungsweise die jetzt aktuell noch A-Jugend spielen. Da habe ich auch schon den einen oder anderen im Hinterkopf. Und das ist, solange ich hier bin, der Weg für Pirna Kopitz erste Mannschaft. Was es braucht, um sich als junger Spieler dauerhaft im Herrenbereich durchzusetzen, weiß er ganz genau. John Benedikt Henschel kam 2016 als 20-Jähriger nach Pirna. 8 Spielzeiten später trägt er Verantwortung auf dem Rasen und die Kapitänsbinde um den Arm. Ja, es ist super, die Jungs hören zu, die Jungs lernen von Woche zu Woche. Und wir haben einen Schritt gemacht seit Beginn der Saison und den wollen wir jetzt fortführen und natürlich das Ganze sehr erfolgreich gestalten in nächster Zeit. Der 4:0-Treffer des eingewechselten Jakob Funken macht den dritten Heimsieg in Serie perfekt. Eine ähnliche Erfolgssträhne im Willi-Tröger-Stadion gab es letztmals in der Saison 2017-18. Mit einem weiteren Dreier am ersten Spieltag der folgenden Spielzeit wurde diese Statistik sogar noch ausgebaut. Um die Serie von 4 Heimsiegen in Folge einzustellen, muss der VfL am 23. März den Reichenbacher FC niederringen. Im besten Fall natürlich mit der lautstarken Unterstützung zahlreicher Bräuler-Fans. Thank you.
bis zum nächsten Heimspiel. Der VfL Pirna Kopitz in der Fußball-Landesliga. Freundlich unterstützt von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden.